Und der Sinn dabei war, dass wir die einzelnen Standorte aufsuchen, wo dieser atomare Müll hingebracht wird. Und jeder, der versucht, uns diese Energie als sauber zu verkaufen, dem muss man deutlich und klar entgegenhalten: Nein, Atomkraft, nein, danke. Anti-Atom-Dreck hier vor dem Volkswagen Werkzeuggitter, seid herzlich willkommen. Hinstellt und sagt, früher wurde da, als es die DDR noch gab, ganz viel Mist gemacht und jetzt müssen wir halt den bestmöglichen Umgang finden. Es muss sofort Schluss gemacht werden mit der Produktion von Atommüll. Wir wollen, dass sofort alle Atomkraftwerke stillgelegt werden. Also, wir sehen uns in Berlin und ich kann nur noch mit Allgemeinplätzen, die Sprüche sind immer die gleichen. Es wird ein Lächeln sein, das sie besiegt. Danke.